Okay, der kommt runter. Komm mal weg von der Tür. Der kommt da nicht raus, oder? Komm mal weg von der Tür. Komm mal weg von der Tür. Wie oft denn noch? Willkommen zurück bei Subsistence. Ich mache mir gerade noch ein paar Pfeile. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für Claymores. Gehen aber jetzt noch mal eine Runde um den See, um vielleicht ein bisschen Lithium zu finden. Und wollen den Tag denn drüben an der mittleren Jägerbase gegenüber von uns abschließen und mal gucken, ob die vielleicht auch noch mal so spendabel sind und uns eine kleine Solarzelle da gelassen haben. Ja, komm mal los. Mhm. Dietrich eigentlich nicht bei, willst du noch ihn machen? Nee, also. Nee. Nee. So, was uns aufgefallen ist, wir haben jetzt irgendwie 3, 4, 5 Tage offscreen, also Ingame-Tage offscreen gefarmt. Ich auf der rechten Seite hier und so drüben auf der linken Seite. Und also. Wir können das jetzt nicht bestätigen, dass die Kisten irgendwie langsamer nachspawnen oder irgendwie. Wir hatten hier viele Kisten, so wie jetzt auch. Also ich bin gerade wirklich am Abend zurück, habe hier alles weggelootet. Die Kisten sind nächsten Tag alle irgendwie wieder da, auch am selben Tag auf dem Rückweg. Ich war immer komplett hier rüber, bis hinter Delta auf die andere Seite. Und auf dem Rückweg waren auch wieder Kisten da. Also bei uns ist wirklich der Loot nur im Westen deutlich weniger. Warum auch immer. Also es kann schon sein, dass es ein bisschen weniger ist, aber ja, also es ist nicht so, dass man lootet und dann ist hier 3, 4 Tage nichts. Das hatten wir wirklich nicht. Und jetzt sind ja hier auch schon wieder Kisten. Ja. Taschen. Und ich bin gerade erst abends wieder drin. Wir haben jetzt nur noch die Nacht abgewartet. Also auch Metallschrott und Fasern, Heilkräuter. Ja, das ist alles in Massen da eigentlich. Oh. Ich dachte, naja, ich weiß nicht, ob sie das vielleicht nur auf diese Taschen und die Lootkisten irgendwie beschränkt. Aber also weder Tiere noch, ja, Taschen. Sag mal, Heilkräuter, Metallschrott und Taschen waren ja auch immer noch da. Also natürlich, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man früher gespielt hat und da ist eine die Kiste unter dem Meer, war auch nicht. Dann machen wir ihn weg. Oh. Noch bei dir? Jetzt bei mir? Nee. Doch. Doch, Quern. Warte, kommen wir wieder vorbei? Na? Da liegt er. Ich hab hier auch noch eine Kiste. Also schon die zweite jetzt hier. Du hast da unten die dritte. Ich hab davor auch schon eine gesammelt. Gerade hier eben. Und ich bin gerade erst abends drin. Merkbar, ist das irgendwie bemerkbar, ist das nur bei uns im Westen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von euch im Westen eine Base haben. Und da regelmäßig ihre Runden ziehen, ob sich da irgendwie sowas bemerkbar gemacht hat, seit der Alpha 62. Na, bei uns war der das schon davor, ne? Als wir angefangen haben, dort drüben unsere ersten Foundations zu setzen, da war auch schon so wenig Loot und da war bei Weitem noch nicht die Experimente draußen. Schon wieder eine Kiste. Also. Oder ist es wirklich so, dass da dort, wo man seine Hauptbase hat oder seine erste Base, dass da der Hauptloot ist oder was? Ich hab nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Nicht. Oh Mann, Alter. Ich guck, wir haben gerade noch überlegt, Dietrich, nee, machen wir nicht. Das haben sie gehört. Haben nicht gefunden, ja. Ja, wenn du immer hier so durchgrast, lässt du immer so viele stehen. Ich gras immer hinterher. Ja, ich will immer nicht alle wegmachen. Warum nicht? Auf Dauer nervt es. Echt? Hm? Mhm. Außer Heilkräuter, da nehme ich immer die 3 oder 4 mit. Ja, die nehme ich auch immer mit.
Kupfer und. Nee. Haben wir ja, wir machen ein bisschen strammeren Schritt. In Richtung Lithiumgebiet. Ja, ja. Weil, naja, es ist schon gut mittags. So. Das ist jetzt ein Gebiet, in dem wir nicht so oft sind. Stimmt. Also wenn wir unsere Loot rumdrehen, dann. Ja doch, 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 bis hierher. Ja doch, bis hierhin war ich vorhin auch wieder. Ja, ja. Aber hier ist ja noch nicht Lithium, ne? Ne, hier ist noch nicht Lithium. Ich soll mal gucken. Ja. Hühnchen nehmen wir auch noch mit, wa? Wir haben jetzt zu Hause auch wieder Hühnchen. Die haben uns schon schön was gespendet. Genau, wir haben auch wieder einen Kühlschrank voll gemacht. Und auch ein paar Mann. Sachen gekocht im Herd, richtig? Also Gerichte. Ja. Oh, Tasche. Das Flugzeug hatten wir nicht mehr. Das andere Flugzeug haben wir komplett vergessen. Wir haben noch gesehen, also wir haben noch gesehen, wo es abgestürzt ist. Aber das ist auch schon wieder 3-4 Tage her. Ja, auf jeden Fall. Und mal gehen wir da oben noch Erze holen. Quatsch hier. Meine Kupfer haben wir. Ist jetzt November, ja. Kupfer haben wir noch 400 einzuschmelzen. Über 400. Ja, wenn du nicht immer so geizig wärst mit dem Strom. Würde ich ja alles machen, alles einschmelzen. Aber ich kriege ja immer gleich hier ja, wir brauchen, Ansage, wir brauchen, Habeck und so. Ja. Wir brauchen immer noch 5, 7, 8, 9, Finger 12, weg. 12. Kalium. Okay, Kalium haben wir auch noch. Mehr. 400 noch was einzuschmelzen. Ja. Solarzellen. Strom, 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 Strom. Das, was ich immer sage, wenn irgendjemand mal ins Discord kommt oder fragt, wie baut man sich am besten auf, sag ich immer Strom, Strom, Strom. Und was haben wir hier? Kein Strom, kein Strom, kein Strom. Doch, wir haben Strom, wir haben immer genug Strom. Du machst nur immer aber so nicht viel Panik. Und selbst wenn, dann fülle ich die 5 Generatoren auf und habe in 12 Minuten Strom, dass ich was bauen kann, was ich bauen will. Das ist noch nie ein Problem gewesen, dass wir Mangel hatten oder so. Du wirst immer nur Größenwahnsinnier. Erst mussten das 3.000 sein, dann mussten das 4.000 sein. Jetzt reichen die nicht mal mehr, die 5.000, 8.000, 30.000. Und wenn wir 25.000 haben, sagst du auch noch, hier Licht aus und Messer raus. Messer raus, ja. Aber ja? Wir haben jetzt Gespräche geführt, also ich habe Gespräche geführt. Und die machen das eben, die generieren ihre Masse schneller durch Möhrchen oder irgendwie andere Sachen aus dem Beet. Da haben wir uns jetzt auch schon mal so ein bisschen drauf fokussiert, mal ein bisschen mehr Möhrchen anzubauen, wenn wir ein 100er Stack oder so im Kühlschrank schon haben. Also ich schmeiß keine Möhrchen in den Massegenerator. Denn lieber aber, Nägel. Nee, aber es gibt gut Masse. Wir haben so, immer schön Masse. Im Dingsgebiet sein, oder? Ich hab erstmal eine Kiste, gut. Was wir brauchen, ist Schießpulver. Und das andere Hülsen. Jetzt 500 haben wir jetzt wieder. Über 500. Ja, ja. Davon ist aber, da sind mir 500 zu wenig. Weil wenn ich jetzt die Claymore so und so baue oder wir mal wieder einen Türöffner oder eine Granate oder was das war, bauen wollen, dann sind locker mal wieder 200, 300 weg. Geht schnell. Also da hätte ich ja 5000 Pfund. Ja, aber das ist dann auch wieder größenwahnsinnig. Wenn wir denn mal wieder 12 Claymores bauen. Ja, für Silvester müssen wir vorbereiten. Das ist schön scheppert überall. Ja, aber vorne und hinten. Und oben und unten. Naja. Ja. Ich glaube, vorne haben wir ja noch, also an dem Haupteingang haben wir ja, glaube ich, noch, keine Ahnung, 4, also ich bin im Lithium-Gebiet, du nicht. Nee? Nee. Ich noch nicht. Ich bin gerade. Aber das heißt nicht viel, denn mit Lithium. Obwohl, na, ich will nicht schimpfen. Da hängt so ein Wolken. Ja, 2, 3, 4 reichen ja. Mann. Der kommt doch gleich. Oh, da ist es. Aber da ist der Bär. Und mein Bogen ist gleich hin. Ich hab vergessen, den zu reparieren. Dann musst du wohl die Popelwaffe nehmen. Aber nicht ein Dreier.
Dauert ein bisschen, stimmt. Ich lock den einfach weg. Der ist ja gerade ein bisschen hungrig auf mich. So, jetzt will ich mein Lithium haben. Ist das Lithium, ja? Mhm. Cool. Bist du fündig geworden? Ein bisschen? Nö. Nee? Null. Nur ein bisschen Eisen. Bist du hier bei diesen vielen? Ja, bei den großen Bergen war ich gerade. Hier drüben auf dem Wasser ist auch noch was. Sieht gut aus. Ja? Ja. Ihr kriegt nur drei. Ach. Egal, freu dich über drei. Man muss dankbar sein. Super, drei. Siehst du? Machen wir sieben. Oh, wir schaffen das ja nicht zu der Base. Dann müssen wir uns wieder hier auf dem Fels ein Feuerchen machen. Apropos Feuerchen, wir haben gar nichts zum... Ich habe ein Brikett dabei. Okay, das ist gut. Dann baue ich uns ein Feuer. Denn Essen haben wir auch ein bisschen dabei. Brauchen bloß noch mal einen Anzünder. Habe ich auch. Gut. So, ich habe noch mal ein bisschen hier geguckt, aber außer Eisen, da hängt was, aber da würde ich eh nicht rankommen, glaube ich. Hast du ein bisschen zu essen in der Tasche? Nee. Für die Nacht? Gar nichts? Nee, aber ich hab gerade gegessen. Also ich hab Riegel bei, ja. Ey, der Cliffhanger. Du kannst hier bis hochlatschen fast. Ruf ich einfach die Wand hoch. So. Eisen nochmal gehabt. Ich hab nochmal zwei Kisten, aber... Na toll, ich baue einen Anzünder und finde einen Streichholz an der nächsten Kiste. Oh, das Spiel lacht mich gerade richtig aus. Garstig, oder? Ja. Bist du da oben bei den hohen Felsen? Naja, ich bin schon ganz oben jetzt. Also jetzt komme ich gerade wieder runter. Wo bist du? Nee, bleib da oben bei den Felsen. Na. Okay. Dann richten wir uns da kurz ein und überspringen die Nacht. Na gut, ist ja erst abends. Vielleicht sehen wir noch was. Es wird schon ganz schön dunkel. Welchen geben wir denn wieder den? Ja. Doch, irgendwo haben wir hier die Nacht verbracht. Ich glaube, das war hier. Genau hier. Ja. Wir haben bloß zwei Hühnchen. Oder wir holen uns nochmal. Was war hier irgendwo ein Wolf? Unten, die Gastien da unten, die mich geärgert haben. Welcher? Boah, schnell. Ja, weiß ich auch nicht. Sehe ich jetzt nicht mehr. Hier ist kein Wolf. Nee. Doch, da hinten atmet irgendwas schwer. Na, das ist ja dann wohl ein Bär. Schwer atmender. Ja, Level 380 könnte ein Bär sein, oder? Mhm. Okay, dann gibt's für jeden nur ein Hähnchen. Können doch nicht alle verschwunden sein. Schlafen, buddeln die sich ein abends, oder? Mhm. Wölflein in der Grube. Na los, okay. Saß und schlief. Vom Lagerfeuer und dann... Oh, hier ist noch ein Häschen, oder was? Warte. Im Dunkeln schießen? Ja, bleib sitzen. Ist doch immer links vom Balken, oder? Ja. Mhm. Links vom Balken. Hier haben wir noch ein Häschen.
Ja, jetzt hoch und dann überspringen wir die Nacht. So. So, sehr schön. Gut, dann sehen wir uns am Morgen wieder. Gehen den Rest der Runde bis zu den Jägern rüber. Bis gleich. So, guten Morgen. Da sind wir wieder. Wut entbrannt. Weil wir wirklich nicht ein Lithium mehr gefunden haben. Wir sind jetzt extra nochmal eine Runde hier gelaufen, bevor wir euch dazu geholt haben. Gibt nichts. Jetzt gehen wir rüber. Und überfallen die Base und überfallen mal schnell die da hinten. Vielleicht befriedigt uns ja da irgendwas in den Kisten. Ja, die müssten ja auch irgendwann mal dann als Loot-Lithium haben, oder? Sie, die finden ja auch keins wahrscheinlich. Ja, aber die... Oh, da ist einer, der hat mich schon gesichtet. Huch! Die Banditen, die haben ja auch manchmal Kalium und weiß ich nicht, was alles in der Tasche. Oh, ich bin ja nicht da. Oh, jetzt kommen sie alle. Komm schnell. Also brauchst du eigentlich nicht, ich kann die oder nicht töten. Ja, meine Güte. Stell die an. Schon den Ordnungshüter gerade. Hab alle tot. Jetzt bin ich gerade da. Ja, zu spät. Na toll. Kann ich nur noch looten. Eine Tasche, zwei Taschen. Alle vier. Gut. Es ist laut hier, liegt hier Sprenkel. Was auf Claymore irgendwo? Hier, nimm mal deine Muni. Macht mich hier so voll. Das kannst du auch nehmen. Hässliche Made brauchen wir nicht. So. Wo steht sie? Oh, schwer zu sehen. Da ist noch ein Erz, aber das sieht nicht nach einem neuen aus, oder? Nein, das sieht man erst nah dran. Irgendwie. Da hinten steht's, okay. Ich glaube, das ist ein. Sink. Ah ja. Oh, was nu? Es schneit. Oh je. Jetzt schon. Ich meine, es ist schön, aber. Taschen. So, na, den wollen wir mal, wa? Den wollen wir mal, ja. So. Gleich sind wir durch. Da ist meine Waffe auch gleich durch. Oh! Inna ist noch oben, wa? Irgendwas. Ja, Inna ist noch oben. Wurschtelt noch. Da ist eine Claymore schon drin, siehst du? Eine weniger, die wir bauen müssen. Guck mal in den Ofen durch. Asche mal, ja. Was haben sie uns schön halt eingeschmolzen? Zink. Kupfer. Gut. Ist ja nicht allzu viel drin. Mit der Claymore freut mich auch. Da haben wir hier in der Werkbank auch noch ein bisschen Schießpulver und Hülsen. Oh, hier kriegen wir ja wieder einen Gegenangriff. Zwei. Aber die kommen von der falschen Seite. Hier in der Kiste ist noch für dich drin. Ja, telefonieren. Hier, habt ihr auch noch eine Muni rausgeworfen. Wollen wir Kalium mitnehmen? Nee, nö. Da draußen. Ah, okay. Dann gehen wir mal weiter, wa? Mhm. Schon wieder aufhören zu schnell, null. So, nun haben wir hier ja nicht mehr nachgeguckt. Hier ist da auch noch die Zirn-Ecke, wa? Ja. Gehen wir hier hoch. Wie heißt denn wir hier? Großquellfälle. Mhm.
Hier ist Zink. Und Kalium. Dann hört es schon wieder auf. Schade. Mal los, dann gehen wir gleich rüber. Ja, die Felsen müssen wir noch nachgucken. Auf dem Weg. Wir sind beschneit. Oh, jetzt schneit's wieder. Kiste nehme ich damit. Ich auch, aber muss erst das Schwein wegjagen. Hier geht es doch bestimmt auch noch, oder? Mhm. Nope. Dann schlafen die Bärchen ja bald. Das ist schön. Dann können wir wieder mit dem Quad losheizen. Dann brauchen wir ja keine Angst haben mehr. Nee. Hey, hier oben ist nichts. Doch, eins ist hier. Schön. Ui. Ich hab Kiste. Tasche. Vier Stück, sehr gut. Oh, noch eins. Oh, ho, ho. Was denn du? Ich gönnt. Wieso? Das ist schön. Noch mehr hier? Huch. Jetzt glaub, sind die, siehst oh, du hier ist noch eins. Die Faserbüsch. Oh, scheiße, hier ist ein Lagerfeuer. Na, wurde dir das nicht angezeigt? Habe ich jetzt im Schnee auch so ja nicht drauf geachtet. Ah, ja, stimmt. Im Schnee ist schwer zu sehen, ja. Ist hier oben noch eins? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Gut. Na, die Lagerfeuer lassen wir außen vor, oder? Naja, da müssen wir rüber. Ah, ich muss hier erstmal runterkommen. Das Lagerfeuer zeigt es mir aber nicht an. Nee? Nee, das ist ein anderes. Oh, ich hab noch eins gefunden. Muss ich mitnehmen? Ja, ja, vier nimm Stück mit. Hier. Bist du denn? Auf dem Ehenfelsen. Da oben. Muss ja gerade erst gespawnt sein. Bin doch vorhin hier rüber gelatscht. Okay. Jetzt sind die Heilkräuterbüsche fast weiß. Ja, und die, wie gesagt, die sind total verwelkt hier. Ja. Da müssen wir rüber. Sag mir mal, wo das Lagerfeuer ist. Unten am Ufer. Ach, da müssen wir nicht lang. Ach, komm. Oh, Wölfchen. Wollen wir uns denn was zu essen holen für die Nacht? Warum keine Nacht? Wir machen die jetzt da tot und gehen nach Hause. Auch ein bisschen Weg Essen. Bisschen Wolfsschnitzel. Nee, heute Wolfs nicht mehr. Zu Hause haben wir noch Essen. Oh ja, stimmt. Kühlschrank ist voll. Irgendwas schreit. Wo? Oh, unten, oben, links, neben rechts? Dir. Ist egal. Oh, fuck. Metallschrott rüber genommen. Aber ich habe auch den Bär. Und bring ihn mit. Okay, hat abgelassen. So, da sind wir. Da sind wir. Hallo. Schneidet wirklich schon los. Ja, hast du gerade nachgeladen? Ja. Nee, nicht. Ja, ja, ja. Da rennt einer ganz aufgeregt drin an seiner Butze. Und einer hackt noch Holz. Der kommt an. Zwei weniger. Hier. Hier noch.
hier noch. Oh, oh. Flugzeug abgestürzt. Echt? Flugzeug abgestürzt, ja. Hab ich nicht gehört. Was denn nun? Oder war ein Angriff, oder war ein Angriff bei uns zu Hause, dass in eine Claymore gelaufen ist, aber so schnell geht es nicht. Nee, du hast die gerade geschossen, die Claymore. Naja, aber dahinter kam noch, achso, noch ein Dings. Hab ich nicht gehört. Warte mal, ich guck mal auf die Map. War weit weg. Nee, ist nicht abgestürzt. Und bei uns ist auch kein Gegenangriff. Nee, das hat man ja gesehen. Ich hab auch nichts gehört, also. Vielleicht war bei dir was. Ich hab einen zweiten Knall gehört. Oder? Das war ein Echo, aber. Ich glaub nicht. So, los. Dauert hier zu lange. Oder man sieht es eben jetzt ganz beschissen. Mein Bogen ist gerade kaputt gegangen. Oh. Ah ja. Alter. Oh. Wo denn? Der kommt runter, komm mal weg von der Tür. Der kommt da nicht raus, oder? Komm mal weg von der Tür. Komm mal weg von der Tür. Wie oft denn noch? Mhm. Wirklich aufgeregt. Das ist aber auch nur eine kleine jetzt, oder? Das war doch immer die mittlere. Das ist, glaube ich, also die mittleren haben da eine Werkbank, oder? Ja, die kleine auch eben. Das war eine kleine. Naja. Ich glaube, die hier, die haben immer eine Tauchbank und eine Destille. Oder? Okay, das ist nicht mehr. Waren sie ja noch zwei? Oben liegt doch schon ein Toter. So, haben sie für uns was eingeschmolzen? Ja, süß. Leck mal uns mal ein Fleische. Oh, hier schmilzt noch. Was denn? Drei Legierungsbleche. Gefütterter Stoff. Schön. So, Telefon mitnehmen. Kriegst du nicht mehr mit, oder? Ja, ich lass dir deins drin. Warte, und ich bin jetzt voll, ja. Kleber kann ich nicht mehr mitnehmen. Den krieg ich noch hin, denn. Okay. Aber? Da liegt noch ein Rucksack oben. Aber ich dachte, in der mittleren sind zwei Kisten. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ja. Früher war das so, glaube ich. Die moderne mittlere, glaube ich. Und die wir gerade hatten, ist dann noch so eine alte gewesen, oder? War das eine kleine? Das war eine kleine. Genau. Aber da ist doch normalerweise keine das ist da immer doch, eine Werkbank. Aber keine Tauchbank. Ja, eine Werkbank haben sie immer. Weil die machen sich ja um Solarzellen. Oh, willst du noch ein Fläscher? Hier ist noch ein Fläscher drin. Im Ofen. Ja, na denn? Gehen wir zurück, oder? Ja. Reicht doch. Kriegst du noch ein paar Sandsteine drin, oder warte mal, bis die durchgelaufen sind, die drei? Ich hab noch ein Feld. Na, warte mal, ich kann dir erstmal was geben, was steckt, und dann kann ich den Rest mitnehmen. Okay. Ihr könnt euch mal schön Anzünder bauen. Achso, können wir noch Dinger bauen? Tauchdinger? Nee. Dann müssten wir uns Seile bauen.
Aber die stacken ja nicht, wa? So, dann den für den Rückweg. Ja. Den können wir alleine machen, oder? Ja, den machen wir alleine. Wir machen Schluss für heute hier. Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.